Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Okay, das war jetzt gerade homoerotisch, aber ihr wisst alle, ich liebe Frauen. Bevor es zu dieser krassen Story kommt, Freunde, ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann. 2017 habe ich auf Top-Packs reagiert. Und das kam damals richtig, richtig gut an. 131.000 Aufrufe. Ich glaube, ich war der erste deutschsprachige YouTuber, der irgendwie auf Packs reagiert hat. Und wenn ihr wollt, beleben wir das Ganze wieder ins Leben. Oder wie heißt das auf Deutsch? Rufen wir das Ganze wieder ins Leben. Genauso ist es. Wenn ihr in einem meiner Videos dabei sein wollt, so wie hier Alpi, als er in einem 5K-Pack Pelé gezogen hat, schickt mir einfach eure besten Packs, am besten mit einer Live-Reaction. Ich liebe das. Live-Reaction, zu krass. Und ich denke, so auf die 5, 6 besten Packs werde ich einfach reagieren, so wie man hier in der Videobeschreibung sieht. Ihr werdet auch alle verlinkt. Vielleicht auch ein Support für den einen oder anderen kleinen Kanal. Krass, krass übrigens, was ich da für einen Bart hatte. Alter, war ich da irgendwie pummelig? Keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall schickt mir das Ganze an diese E-Mail-Adresse bdbbewertung@gmail.com. Schreibt in den Betreff auf jeden Fall schon mal, welchen Spiele ihr gezogen habt, und ich bin echt gespannt, welche geilen Spiele ihr gezogen habt, und auf eure Pack-Reaction bin ich auch krass gespannt. Also bdbbewertung@gmail.com, und ja, vielleicht sieht man sich die Tage dann auf meinem Kanal. Ich werde das, je nachdem wie viele Packs kommen werden, einmal wöchentlich, vielleicht plane jeden Sonntag in der Früh, also Stand jetzt, je nachdem wie viel angesendet wird. In dem Fall bin ich quasi auf euch angewiesen. Aber Leute, kommen wir jetzt einfach mal zu dieser kranken Story. Ich sage es immer, legt euch Twitter zu. Da kommen die kuriosesten Sachen. Gebt euch das, meine Besten. Hier, das ist zu krass. Ich weiß auch gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat. Ein Cristiano Ronaldo und ein Lionel Messi in einem Pack. Aber das Heftige ist, Leute, das ist nicht die Goldversion. Nein! Er zieht sie einfach zweimal in Blau. Ich habe es gerade auf laut gehabt. Guckt das an. Ich weiß zwar jetzt nicht, welche Sprache das sein soll. Keine Ahnung. Messi. Wow. Ich hätte den auch... Oh, was heißt ich hätte? Ich habe den auch in Blau. Aber Leute, das ist einfach zu krass. Das ist nicht ein 100K-Pack gewesen. Das war nicht das 125K-Pack, meine Freunde. Nein. Gebt euch den ganzen Hasen. Ich muss hier kurz vorspulen. Gebt euch den ganzen Hasen. Es ist... einfach ein UCL-Upgrade. Hier, 81 plus UCL-Upgrade, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi in einem Pack. Das ist einfach zu krank. Ich glaube, ich wüsste nicht, dass es jemals schon einmal gegeben hat, die zwei in einem Pack. Und das Krasseste ist dann auch noch UCL-Version und nur zwei Spieler, also ein zwei seltenes Spieler-Pack oder 81 plus UCL-Upgrade-Pack. Das ist zu krank, Freunde. Und wisst ihr, was das Heftige ist? Wie im Titel, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo in einem Pack. Und er musste Ronaldo discarden, weil, Leute, zweimal CR7 in less than 24 hours, bla bla bla. Zweimal Cristiano Ronaldo in 24 Stunden. Und ja, das Tückische an der ganzen Sache ist, Leute, er hat sie beide untradable gezogen. Das ist zu krass. Hier sieht man es. Bam. Walkout. Wieder UCL-Version. Leute, es ist schon krass, ja? Zweimal Ronaldo zu ziehen. Aber das Krasseste ist, zweimal in Blau. Und es ist so bitter für ihn. Einfach zweimal untradable. Wie würdet ihr reagieren, Leute? Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr da einen abstoßen müsst? Wobei, gut, abstoßen ist relativ wahrscheinlich... Ja, würde ich den in eine SBC ballern, aber Leute, wie würde die reagieren? Es gibt wahrscheinlich Leute von euch, die den noch nie gezogen haben. Nein, er zieht ihn zweimal innerhalb 24 Stunden in Blau, und einmal davon muss er theoretisch discarden. Das ist hier der Boy Joao Manuel, das ging krass ab, 722.000 Aufrufe für 80 Follower, das ist zu krank. Hier nochmal ein Beweisbild. Build Today, das ist einfach der Wahnsinn, Leute. Ein Daumen nach oben ist gleich, ihr gönnt mir auch so ein krasses Packlack. Schreibt einfach in die Kommentare, wie würdet ihr reagieren, wenn ihr so ein Pack bekommen oder ziehen würdet. Das ist einfach zu
Krass, Freunde. Und ja, der Deal steht. In Zukunft nehmt eure Packs auf. Vielleicht kommt ihr an eine krasse, spontane Reaktion von euch. Guckt euch einfach mal diese Videos an, die ich aufgenommen hatte damals, wo ich darauf reagiert habe. Da sind so krasse Reaktionen dabei, Leute. Ihr glaubt das nicht. Da gibt es Leute, die gestöhnt haben und so weiter. Zu krass. Und ja, Melee ist ja schon der Beweis in einem 5K-Pack. Das haben mir Leute echt kranke Packs gesendet. Ja, wenn ihr wollt, dass ich das Ganze wieder ins Leben rufe, schickt mir einfach eure geilsten Packs. bdbbewertung@gmail.com. Dieses Pack ist ja einfach in FIFA 20 Version so krass, Alter. Und wie gesagt, würde mich sehr, sehr freuen. Däumchen nach oben, Leute. Und wir hören uns die Tage wieder. Ciao.